Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Energie und Umwelt, Ihrem Fachmagazin bei BLK TV. Ja, Sie finden uns jetzt in diesem Jahr auf einem neuen Sendeplatz. Also nicht erschrecken, wir sind weiterhin für Sie da. Was hat sich noch getan im neuen Jahr? Noch ein wenig. Unsere Sendelänge beträgt jetzt nur noch 15 Minuten, aber wir haben nach wie vor in den Themenbereichen Energie und Umwelt eine ganze Menge an Informationen und Tipps für Sie. Alles etwas kompakter und wie gesagt in 15 Minuten Sendedauer. Und darum gibt es die heutige Sendung jetzt gleich schon im neuen Rhythmus mit 15 Minuten. Folgende Themen haben wir für Sie vorbereitet. Gewonnen, Flatscreen gegen Röhre. Nachgefragt, was sollte man beim Kauf von Haushaltsgeräten beachten? Musik. 2014 suchten die Stadtwerke Weißenfels die größten Stromfresser in den Haushalten ihrer Kunden. Alt gegen neu tauschen, lautete die Devise. Das klingt doch richtig gut, oder? Am Gewinnspiel nahmen zahlreiche Kunden teil und so wurde im letzten Jahr vom Küchengerät bis zum Rasenmäher energiesparend getauscht. Im Dezember war die Aktion dann beendet. Und wir waren dabei, als die letzten Gewinner bei Elektrogas in Weißenfels ihren Gewinn abholen durften. Zum Jahresende konnten die Stadtwerke Weißenfels noch einmal einen ihrer Kunden mit einem Gewinn aus der Aktion Alt gegen Neu glücklich machen. So fanden sich das Ehepaar Weber aus Großkopeta in Weißenfels bei Elektrogas ein, um ihren neuen Fernseher in Empfang zu nehmen. Prokuristin der Stadtwerke Weißenfels, Michaela Schiller, beglückwünschte die beiden. Wie sind Sie denn auf die Aktion aufmerksam geworden? Über die Stadtwerke Weißenfels gibt es eine Zeitung, so eine kleine Zeitschrift. Und da war im Dezemberjahr drin, dass jemand eine Kreissäge gewonnen hatte. Und da stand unter anderem drin, alt gegen neu, technische Geräte, Fernseher und so weiter. Ich denke, probiere ich einfach mal. Fotograf, Fotoapparat, den haben kurz abgeknipst. Wir wollten sowieso irgendwann mal neuen zulegen. Und da haben wir es einfach mal probiert. Und es hat geklappt. Ihr alter Philips-Fernseher aus dem Jahre 1993 hatte nun endgültig ausgedient. 22 Jahre lang versah er seinen Dienst. Mit einer Bilddiagonalen von 80 cm war er für damalige Verhältnisse kein schlechtes Gerät. Bild- und Tonqualität waren bis dato vollkommen ausreichend. Doch der Fernsehgenuss ließ immer mehr zu wünschen übrig. Da ist bisher störungsfrei laufen, das Bild war okay, Ton war okay. Naja, gut, es war langsam ein bisschen klein geworden, aber er lief eben immer noch. Beim Fußball konnte man dann immer schlecht sehen, wer gegen wen spielt, weil das jetzt immer so klein ist. Und bereits bei der Umstellung vom herkömmlichen 4:3 Format auf das neue 16:9 ist das Bild recht klein geworden. Aber eben noch das alte Format. Dadurch wird das alles noch kleiner, durch das neue Format. Die schwarzen Balken wurden oben und unten immer größer. Dadurch wurde das Bild natürlich immer kleiner. Aber, na gut. Es war halt ein Röhrenfernseher, der schön tief war. Auch wenn das Ehepaar keine ständigen TV-Seher sind, im Sommer kann der Fernseher schon mal eine Woche abgeschaltet sein, gibt es Sendungen, die Sie gern sehen. Nee, mal Filme, aber sagen wir mal Natursendungen, Tiere, allgemeine Sendungen über Welt, sag mal, was so wo ist, Landschaften und so weiter. Das Sprichwort Pech im Spiel und Glück in der Liebe trifft auf die beiden voll zu. Denn bisher hatten sie noch nichts gewonnen. Der gelernte Dreher und die Erzieherin waren überrascht, dass ausgerechnet ihnen das Glück hold war.
Nach 26 Ehejahren ein Gewinn, der sich sehen lassen kann. Seit langem sind sie bereits treue Gaskunden der Stadtwerke Weißenfels. Nun kommt auch noch der Strom aus der Saalestadt. Elektrogras ist ein langjähriger Kooperationspartner von den Stadtwerken Weißenfels. Stets ist das Energieunternehmen bemüht, seine ausgelobten Gewinne von regionalen Geschäften zu beziehen. Bereits zum zweiten Mal konnte sich so ein Kunde seinen Gewinn bei Elektrogras abholen. Diesmal ein Flachbildschirm der Firma Löwe. Im Vergleich zu den 22 Jahre alten Philips, der als Röhrenfernseher doch schon etwas mehr Strom verbraucht, ist der neue wesentlich sparsamer. Die neue LED-Technologie macht's möglich. 101 cm Diagonale, Full HD sowie Features wie 3D-Technik und Aufnehmen mit Hilfe einer externen Festplatte rundeten das Paket ab. Nach einem kurzen Fotoshooting trugen beide stolz ihren Gewinn aus dem Geschäft und luden ihn ins Auto. Es lohnt sich also, bei den Stadtwerken Kunde zu sein. Dann kann man auch bei solchen Aktionen mitmachen und mit etwas Glück gewinnen. Bleibt uns nur noch viel Spaß beim Fernsehen zu wünschen. Mit Erdgas heizt es sich am besten. 2013 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamts rund 103.000 Wohngebäude neu errichtet. 50,6% dieser Gebäude nutzen hierbei Erdgas als Wärmequelle. In der Hitliste der häuslichen Wärmespender folgen Wärmepumpen, Nah- und Fernwärme sowie Holz. Öl- und Stromheizungen kommen lediglich nur noch auf unter 2% Marktanteil. Die Marktentwicklung zeigt, dass Erdgas nicht nur im Gebäudebestand, sondern auch beim Neubau punkten kann. Kostenvorteile, Klimaschonung und Komfort machen Erdgas zur ersten Wahl, so der Sprecher der Brancheninitiative Zukunft Erdgas, Dr. Tim Kehler. Der verantwortungsvolle und sparsame Umgang mit Energie sollte bereits in der Grundschule vermittelt werden. Aus diesem Grund führen die Stadtwerke Weißenfels auch im ersten Schulhalbjahr 2014-2015 wieder Energieprojekttage in den Schulen durch. Das Thema Energie wird den Schülern der vierten Klassenstufen transparent und zum Anfassen nähergebracht. Das kostenlose Projekt findet in den Grundschulen Langendorf, Tagewerben, Reichertswerben, Üchteritz sowie der Bergschule, Herderschule und Albert-Einstein-Schule in Weißenfels statt. Mitarbeiter der Stadtwerke präsentieren insgesamt 182 Schülerinnen und Schülern den Erlebnis- und Mitmachunterricht rund ums Thema Energie. Sie werden ständig benutzt, die kleinen und großen Helferlein in unseren Küchen. Aber eines schönen Tages, da passiert es dann. Herd, Kühlschrank oder Geschirrspüler quittieren ihren Dienst. Meist passiert das zum ungünstigsten Zeitpunkt. Hilft auch keine Reparatur mehr, muss eine Neuanschaffung ins Auge gefasst werden. Doch dann treten schon die ersten Probleme auf. Wie soll er denn sein? Der neue, modern, schick, bedienerfreundlich und nicht zu vergessen, natürlich energiesparend. Damit befindet man sich allerdings schon mittendrin im Angebotsdschungel. Wie kauft man richtig? Dazu haben wir mit dem Energieexperten Bernd Sebastian einmal gesprochen. Neue Haushaltsgeräte bieten mehr Komfort und sind trotzdem deutlich sparsamer im Energieverbrauch als ihre Vorgänger. Das entlastet die Haushaltskasse Jahr für Jahr. Eine Entscheidungshilfe beim Kauf ist das Energielabel, eine gesetzlich vorgeschriebene Verbraucherinformation für alle Haushalt-Großgeräte.
Kühl- und Gefriergeräte zum Beispiel gehören zur Grundausstattung in jedem Haushalt und sind rund um die Uhr in Betrieb. Kaum verwunderlich also, dass ca. ein Fünftel des Stromverbrauchs eines Durchschnittshaushalts auf ihr Konto geht. Einsparmöglichkeiten gibt es viele. Die Weichen werden bereits beim Kauf gestellt. Dabei sollte man natürlich darauf achten, dass die Kühlschränke dann nicht zu groß dimensioniert werden, sondern dass man halt ein Gerät kauft, was halt irgendwo seinen Verbrauch dann auch geschuldet ist. Weil es ein großer Kühlschrank, der, sag ich mal, A++ hat aber mehr Energieverbrauch wie zum Beispiel ein kleiner. Und wenn man natürlich einen Kühlschrank dementsprechend auch gut füllt, verbraucht er auch nochmal weniger Energie. Unterschiede machen sich insofern bemerkbar, dass ein Kühlschrank, der A++ hat, ca. 60% weniger braucht als ein Kühlschrank der Klasse B. Heißt in Zahlen ausgedrückt, wenn der halt irgendwo im Verbrauch pro Jahr 40 Euro verbraucht, ein A++ verbraucht im Klasse B dann irgendwo 60 Euro mehr. Das sind dann gleich mal 100 Euro, die pro Jahr dann zu Buche schlagen. Man kann natürlich dann auch als kleine Kaufempfehlung noch sagen, dass man einfach unterscheiden soll, dass Geräte der Klasse A++, die ja letztendlich 10% plus weniger verbrauchen als ein Gerät Klasse A++, dann aufgrund der preislichen Unterschiede dann auch Sinn machen, da einfach zu gucken und zu unterscheiden, ob das nicht vielleicht eine Kaufoption wäre. Wählen Sie Ihre Kühl- oder Gefriergeräte in Ausstattung und Größe entsprechend Ihrer Haushaltssituation. Bei einem Gefrierschrank beispielsweise verbrauchen 100 Liter ungenutzter Gefrierraum bis zu 100 Kilowattstunden im Jahr. Zum Kühlen benötigen Sie bei 1 bis 2 Personenhaushalten ca. 120 bis 140 Liter Nutzinhalt. Für Mehrpersonenhaushalte sollten Sie 60 Liter pro Person zusätzlich einplanen. Das 2003 eingeführte Energielabel erleichtert die richtige Geräteauswahl. Anhand der Etikette kann man ganz einfach noch erkennen. Man sollte nicht nur darauf achten, dass A++, das Label, irgendwo angezeigt wird, sondern halt auch zum Beispiel der Verbrauch pro Jahr. Der sollte verglichen werden. Natürlich auch für das Wohlbefinden dann irgendwo die Dezibelleistung im Verbrauch, also wenn das Gerät läuft. Dann sieht man meistens noch irgendwo Füllmengen, Bilddiagonalen und so weiter, was dann natürlich auch eine Rolle spielt. Wenn die jährliche Stromrechnung doch sehr hoch ausfällt, sollte man die elektrischen Großgeräte auf ihren Verbrauch hin prüfen. Also man kann das natürlich dann professionell durch einen Energieberater wie zum Beispiel uns einfach ausmessen lassen, um dann natürlich, je älter die Geräte werden, umso mehr verbrauchen sie auch. Man kann das Gerät aber auch durchaus mal einfach zur Seite rücken. Hinten sind oftmals Etiketten angebracht, die dann halt irgendwelche Verbrauchswerte oder sowas beinhalten. Gleiches trifft natürlich auch auf Waschmaschinen und Trockner zu. Neugeräte sind meist deutlich sparsamer im Energieverbrauch als ihre Vorgänger. Sie verbrauchen rund ein Drittel weniger Energie als 10 Jahre alte Geräte. Noch stärker gesunken ist der Wasserbedarf. Energiesparen ist also sinnvoll und notwendig, nicht nur der Umwelt, sondern auch dem eigenen Geldbeutel zuliebe. Einen direkten Link zur Energieberatung und weitere Tipps dazu, unter anderem die 10 größten Energiesparirrtümer, finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage unter www.blkregional.de. Und wir sind schon wieder am Ende vom Magazin Energie und Umwelt angelangt. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas Wissenswertes mit dabei. Sollten Sie Tipps, Anregungen oder Themen für uns haben, dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@blk-onlinetv.de. Wollen Sie sich unsere Beiträge noch einmal ansehen oder haben Sie diese verpasst? Dann haben Sie auf unserem YouTube-Kanal die Gelegenheit dazu. Dort finden Sie neben unseren Magazinen auch die einzelnen Beiträge im Archiv. Damit verabschiede ich mich von Ihnen für heute und wir sehen uns wieder in 4 Wochen zu Energie und Umwelt. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen und bleiben Sie energiegeladen.
Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Weißenfels.